Hallo Red Devil, du hast mir geschrieben, du möchtest in deiner Ausarbeitung so eine Grafik mit einer Schnittmenge haben. Das heißt zwei Kreise, die sich überschneiden, überall steht was drin und die sogenannte Schnittmenge hat noch eine andere Farbe. Das habe ich so in Word auch nicht hingekriegt, da ist mir auch nichts Richtiges zu eingefallen. Ich habe den Umweg gemacht über Paint. Das heißt, ich habe hier Paint eingegeben, das ist ja dieses kleine Malprogramm. Paint. Und dann, das kann ich hier mal dicht machen, und dann habe ich mir hier zwei Kreise gezogen. Dabei muss man natürlich so ein bisschen, also ich musste auch erst ein paar Mal üben, um das hinzukriegen, vor allen Dingen, dass die auch gleichmäßig groß werden. Ist also gar nicht so einfach. Ja, der wird schon bräunlich. Okay, lassen wir es mal so. Er müsste vielleicht noch ein bisschen nach da und hier ein bisschen kleiner. Also wie gesagt, es ist ein bisschen fummelig, das Ganze. Vielleicht ziehe ich auch noch ein Stück heraus. Okay, dann habe ich hier Text genommen und habe hier Schriftgröße 22 habe ich gemacht. Hier habe ich reingeschrieben, was du möchtest, also Manager. Dann habe ich hier reingeschrieben, ich muss erstmal wieder raus. Da kam rein, das muss ich erstmal wieder so klicken, dass ich das habe. Controlling. Ja, es ist ein bisschen knapp hier, aber passt. Und hier nochmal geklickt und da kam rein der Controller. Okay, auch noch ein bisschen rüberziehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen fummelig. Und dann kann man es ausschütten. Ich nehme mir hier mal den Eimer und schütte mal die zwei Flächen grün und das blau. Was man jetzt sieht, ich mache es mal größer. Hier zwischen, da hat er die Farben nicht erkannt. Da müsste ich jetzt praktisch nochmal reingehen und hier nochmal nachschütten. So ganz passt es alles nicht. Ich zeige dir auch gleich noch mal eine andere Möglichkeit, wie du es machen kannst. Und das gleiche müsste ich ja jetzt hier drüben auch noch machen. Da habe ich also auch noch die O's und hier das E. Nochmal. Okay, ich mache es mal wieder ein bisschen kleiner. Dann habe ich gesagt, ich möchte das Ganze speichern. Datei speichern unter. Und ich nehme einfach mal meine alte Zeichnung, die ich eben genommen habe zum Ausprobieren und speichere das. Möchte ich ersetzen? Jawohl. Und dann kann man also in Word reingehen. Ich nehme mal ein neues leeres Dokument und sage Einfügen, Bilder. Und das habe ich ja auf dem Desktop umbenannt und kann es hier einfügen. Was jetzt ist, der Zeichenbereich ist noch so sehr groß. Der müsste jetzt praktisch noch zugeschnitten werden, damit er hinterher sich besser in den... Ups, zugeschnitten werden. Ich muss ja hier drauf gehen. Damit er sich hinterher besser in den Text einschmiegt. Sonst hättest du so viel Freiraum drumherum. Okay. Zuschneiden, ablegen. Und das Bild noch komprimieren. Das heißt, die zugeschnittenen Bereiche wirklich auch löschen. Und jetzt kannst du das frei bewegen in deinem Text. Wenn man jetzt das ein bisschen größer macht, dann sieht man natürlich hier, dass noch so ein bisschen Schatten sind. Also wenn es ganz ordentlich werden soll, dann müsste man es anders machen. Ich sage mal hier Datei neu. Dann müsste ich praktisch diese Grafik nehmen. Ich nehme jetzt einfach nur mal einen Kreis, fülle den aus. Nehmen wir nochmal hier dieses Grün. Okay, und jetzt müsste ich den speichern. Also ich gehe mal davon aus, ich hätte jetzt beide gespeichert. Ich speichere das einfach mal wieder drüber. Und wenn ich jetzt hier in Word reingehe und würde sagen einfügen und hole mir das Bild, dann könnte ich, muss hier wieder zuschneiden, dann könnte ich hier nämlich noch ein Textfeld einfügen. Dann wird es hinterher sauberer. Das hat aber nur ein Problem, zeige ich auch gleich. Hier schreibe ich mal Manager rein. Okay. Jetzt muss ich hier die Kontur wegnehmen von meinem Textfeld und muss es ausgießen. Und da ist es nämlich jetzt schwer, die richtige Farbe zu finden. Da müsste ich jetzt wirklich hier bei weitere Füllfarben gucken, wo ist denn hier meine richtige Farbe, die vielleicht passen würde. Bisschen mehr ins Gelb rein, ja, das könnte es sein.
Okay. Aber man sieht immer noch, wenn man genau hinguckt, das ist natürlich ein bisschen blasser. Also wie gesagt, zwei Möglichkeiten gibt es. Einmal hier dann nachträglich mit dem Textfeld zu arbeiten oder die andere Variante und ups, die andere Variante und hier sieht man natürlich noch so ein paar kleine Schatten. Kommt drauf an, wie genau du es haben willst. Also wie gesagt, den Umweg über Paint musst du machen, anders ist mir auch nichts eingefallen. Mag sein, dass es eine Lösung gibt, aber ich habe leider keine andere gefunden. Aber ich denke mal, Red Devil, mit diesen zwei Lösungen kannst du bestimmt leben. Wenn es geholfen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Danke und tschüss.